Kinder eingesperrt sind, die Stimmen, die sie gehört hat. Ein langer Gang. Ein langer Gang. Sie geht auf das Licht zu. Ich mache viele schlechte Sachen. Ich sag nichts davon, aber Mama weiß trotzdem alles. In der Schule lernt man viel und deshalb muss man hingehen, sonst lernt man ja nichts, oder? Wie das jetzt auf einmal umschwingt auf so voll den Horror einfach. Ein schwarzer Vogel pickt sich Fressen auf meinen Kopf. Darin tut er auch so höllisch weh. Ich hätte gern gewusst, was da oben noch ist. Ich bin nicht wie die anderen. Warum, Mama? Warum? Es geht immer tiefer nach unten. Meine Puppe Charlotte ist so hübsch, so lieb. Denn mir ist überhaupt nicht lieb. Als ich noch ganz klein war, habe ich fast nie geschlafen. Arme Mama. Freundlich. Ich bin schlecht und böse, weil ich nicht höflich bin. Mama muss immer arbeiten, denn im Winter wird es oft sehr kalt.
Herr Onofrio hilft, Mama. Was würden wir sonst tun? Das ist echt irgendwie voll verstörend. Richtig heftig. Vor allem ist es auch so mega laut einfach nur. Da ist noch ein Bild. Sie wollen mir wehtun. Es sind so viele. Sie fliehen. Noch nicht einmal Charlotte kann mir helfen. Es ist einfach auf so vielerlei Hinsicht verstörend. Alleine dieser Sound, der macht mich schon ganz mit Kirre einfach. Mama arbeitet viel, weil ich ja auch was essen muss. Nur so kann ich groß werden. Vor allem ist es jetzt wie so ein Labyrinth aufgebaut irgendwie. Ich habe halt auch echt null Plan, wo wir schon waren und wo wir noch nicht waren. Ich habe absolut keine Ahnung. Oh Gott! Wieso ist es auf einmal so dunkel, verdammte Scheiße? Hallo? Passiert. Was ist das für ein Ort? Da habe ich mich erschrocken, ey. Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Boah, ich habe mich so erschrocken zum Schluss jetzt, ey. Mit dem plötzlichen Dunkel. Und mich ärgert es, dass wir nicht alle Bilder gefunden haben. Aber ich dachte, da geht's wieder zurück und auf einmal wird es voll dunkel. Das ist ja voll scheiße jetzt. Was? Nein. Was ist denn jetzt schon wieder?
Jetzt kann ich. Wir sind im Fahrstuhl. Ich will zu meiner Mama zurück. Mensch, ich bin noch nicht verrückt. Sind wir in irgendein Zimmer gebracht worden? Es ist wieder hell draußen. Hä? 4. Mai 1942. Bei der Patientin gab es in der Vergangenheit Anzeichen von Suizidgedanken. Es blieb jedoch bei der Absicht. Gestern hat sie sich eine Schere mit der Spitze in den Bauch gestochen und dabei stark verletzt. Beruhigungsmittel verabreicht, festgebunden und in Einzelzelle verlegt. 10. Mai. Zur Beobachtung in die Abteilung Unruhige Geisteskranke verlegt. Isolierzelle, Insulinkur. 25. September. Sie spricht gut auf die Kur an. Sie beantwortet Fragen und erinnert sich an das, was geschehen ist, will aber nichts erklären. Laut ihrer Angabe hat sie Gedächtnislücken. Es fehlen ihr ganze Tage, von denen sie nichts mehr weiß. Sie zeigt sich ängstlich, möchte beruhigt werden. Sie glaubt, monströse Dinge getan zu haben, in der Zeit, an die sie sich nicht mehr erinnert. Okay. Ich kann auch mit J nichts mehr aufrufen. Wo sind wir denn jetzt? Hallo? Okay. Also haben wir nur versucht, uns umzubringen und sind daran nicht gestorben, sondern sind dann halt in Behandlung gewesen. Wir sind also nicht tot. Okay. Was müssen wir denn jetzt machen? Kommen wir da irgendwie durch? Absolut keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen.
Ah, jetzt geht's hier durch. Raus kommen wir nicht. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich bin gerade ein bisschen perplex, so was hier abgeht. Ich versuche so alles in meinem Kopf zusammenzufügen. So alle Eindrücke und sowas. 11. November 1942. Die Patientin spricht wenig, verweigert das Essen. Sie wird über Nasenkanüle ernährt. 2. Februar 1943. Der Mangel an Heizöl und Nahrungsmitteln fordert viele Opfer in der Anstalt. Der Krieg macht vor niemanden Halt, noch nicht einmal vor diesen Irren. Obwohl sie noch jung ist, erkrankte auch diese Patientin wegen Kälte und Unterernährung. Okay. Wir sind also krank geworden. Vom Krieg alles zerstört, scheinbar. Hier drin lacht keiner. Ich meine so richtig fröhlich lachen. Nicht dieses Gelächter der Irren, die lachen, wenn man sagt, dass sie verrückt sind. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, warum sie loslachen. Sie sagen ja, dass ich auch verrückt bin. Aber ich muss nie lachen. Vor einer Zeit haben die Leute über mich gelacht. Aber wissen Sie, die hatten ja recht. Man kann doch nicht immer nur weinen. Und dann lacht man eben, weil man Angst hat. Stimmt, oder? Dein Pech. Sowas passiert mir nicht, zum Glück. Alles nur Gerede, um zu glauben, dass sie besser dran sind. Aber da braucht man nicht beleidigt zu sein, weil das stimmt. Weil es ist, als ob sie Mitleid hätten. Dann aber denkt man sich doch, lacht und glaubt, dass man besser dran ist, dass alles vorbeigeht, dass das hier ein Drecksloch ist. Das hier ist ein einziges Drecksloch. Sie wollen doch nicht behaupten, dass es nicht stimmt, oder? Sie sind intelligent, gebildet, nicht wie ich. Und wenn ich merke, dass es hier ein einziges Drecksloch ist, dann haben Sie es doch schon längst begriffen. Nein, stimmt nicht. Nein, nein, nein. Mir geht es gut hier, wissen Sie? Eigentlich kann ich hier machen und sagen, was ich will.